Geschichte kann wieder lebendig werden, auch durch ein Buch, das den Leser eintauchen lässt in eine andere Zeit. Mit seinem Debütroman Der Bernsteintropfen oder Stille Sehnsucht will Kowieczko erzählt der Thüringer Autor René Hartinger die Geschichte eines polnischen Mädchens, das als Zwangsarbeiterin zu Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Thüringen deportiert wurde. Unsere Bücherkiste. René Hartinger will die jungen Leser behutsam in die Zeit des Zweiten Weltkrieges einführen. Die Groll jener Tage berühren diesen Thüringer Landstrich nicht unmittelbar. In seinem Roman erzählt Hartinger vor allem von Heimatverlust und das Haarenwachsen eines 13-jährigen polnischen Mädchens auf einem deutschen Bauernhof. Es ist das Jahr 39, Überfall auf Polen. In ihrem Heimatdorf erlebt Alicia unmittelbar den Beginn des Krieges. Traumatisiert wartet in Thüringen ein unbestimmtes Leben auf sie. Geschichten von Großelterngenerationen. Mein Großvater hat ja das mit den Fremdarbeitern gar nicht so erlebt. Der kam ja mit Ende des Zweiten Weltkrieges oder kurz vor Ende kam er ja hier in die Nähe des Dorfes. Aber meine Großmutter hat das natürlich erlebt, wie ja Fremdarbeiter ankamen, wie die auf die Höfe verteilt wurden. Und mit dem Russlandfeldzug hat das ja alles extrem zugenommen, dass die Fremdarbeiter auch auf kleine Familienhöfe kamen, um halt die Versorgung der Bevölkerung noch aufrechtzuerhalten. Alicia wird hier zur Frau und sie erlebt ihre erste Liebe mit einem deutschen Jungen aus dem Dorf. Langsam beginnt so etwas wie Vertrauen in ihr zu wachsen. Das Verhältnis der beiden wird von den Dorfbewohnern aber auch argwöhnisch beobachtet. Weimar ist nicht fern. Die bevorstehenden Verbrechen, sie werden fühlbar. Hartinger erzählt von den Dorfbewohnern, ihren eigenen Ängsten und ihrem Unvermögen zu helfen. Für einen Moment denken Alicia und Max an eine Flucht. Alicia wird bleiben und mit ihr ein Bernsteintropfen. Den hat sie von Max als Beweis seiner Liebe. Es war eine Generation, meine Großmutter, die ist noch verführt worden. Die haben ja den Beginn des Dritten Reiches als Kleinkinder erlebt und sind ja quasi so erzogen worden und sind verführt worden. Das ist ja eine Generation, die selber irgendwann Opfer war. Die Grenzen zwischen Opfer und Täter verschwimmen. Und dennoch gibt es auch in diesen Kriegsjahren so etwas wie Menschlichkeit, ein Weiterleben, ein Stück Hoffnung. Okay. Es ist das Debüt des 36-jährigen René Hartinger. Und schon jetzt weiß er, dass die Geschichten dieser Dorfbewohner mit dem Ende des Krieges für ihn noch nicht zu Ende erzählt sind.